Schlau, schlau. Kiste. Oh, ja, nein. Ah. Wieder ein Zweiger. Ah, warte. Aha. Nice. Toll aus ich. Ach, die ist schon unten. Aber Picasso, wir haben Werke. Alter, wie groß. Leck mir doch die Füße weg. Gut, dass wir noch umgegangen sind, erstmal. So, hier kam er. Hm. Blickende Textur. Beschädigtes Buch. Expertenterminal. Und ich bin kein Experte. Nicht nur das. Ich bin auch noch in was anderes geschickt. Was nimm mal den Beginning? Ja, nee, ist mir zu viel. Nee, ist aber auch nicht richtig. Hey, hallo? Toll. Kein Mod ging. Mountains. M-O-U-N-T-A-I. Warte mal. M-O-U-N-T-A-I-N-S. Nein. M-O-U-N-T-A-I-N-S. Jetzt sind wir einfach Guardians. G-U-A. Oh, nee. Was ist das? Mountains. M-O-U-N-T-A-I-N-S. Nein. M-U-U-N-T-A-I-N-S. M-O-U-N-T-A-I-N-S. M-O-U-N-T-A-I-N-S.
auch nicht. M-O-U-N-T-A-I-N-S. Nein. M-O-U-N-T-A-I-N-S. Schloss aktivieren. Haben wir das schon, ne? Da ist er leer. Aber trotzdem Erfahrung bekommen. Das Terminal muss hier. Ah, das ist die Tür. Wie er es außen gemeint hatte. Ah. Ja. Wo ist denn? Ja, okay, doch. Das könnte rausgehen, ja. Jetzt könnte man die Mila wieder aufbauen. Aber da, wo wir Coverage-Fertigungsanlage, da waren wir ja schon, ne? Wir können einfach jetzt nur durchwaschen, einfach die Gegner besiegen. Und das war's. Das werde ich jetzt ein bisschen ausschneiden, der Ladebildschirm. Der dauert jetzt wieder etwas länger. So. Weshalb ist hier oben alles so gefährlich? Wir haben alles schon mal mitgenommen. Eigentlich. Schon lange her, dass wir hier waren. Deine Erfolgswahrscheinlichkeit liegt nahe Null. Aua. Jetzt geht's erst richtig, Teufel, Mann. Oh, jetzt geht's. Oh, Mann, komm zurück. Sensoren zeigen ständig defensive Gegenmaßnahmen ein. Sicher, dass du was gesehen hast. Gefahr entdeckt. Ausweichen. Hätte einfach weglaufen sollen. Hey, wo ging's denn nochmal? Ach, hier. Scheiße! Wir klingen inzwischen alles nach Schritten. Gewalttätige Leitungen verkürzen den Lebensraum erheblich. Viel mit, nur die Patronen, die sind ja notwendig. Sind besser geworden, Jungs. Ich habe die Kampfhandlungen erneut überschritten. Kartoffelchips. Hast du etwas Interessantes entdeckt? Nein. Wo ist die kleine Schlampe hin? Kleine Schlampe versucht dir gleich den Arsch. Also richtig von vorne. Mir. Sehen. Ist nicht gut. Was?
Hab ich gesagt. Okay, da können wir noch. Nochmal mitnehmen. Mist. Alter, was gucke denn das auch noch dabei? Mann. Endlich. Cool. Brauchst länger als über Dings, Experte. Ging's denn hier hoch? Hier. Munition wahrscheinlich ist es hier, ne? Ah. Das wär's. Die ist besser, glaube ich, ja. Ach, stimmt, hier müssen wir rein. Ja, hier. Nein, hab ich nicht. Scheiß einfach die. So. Draußen sind wahrscheinlich auch welche. Ob die hier reinkommen, weiß ich nicht. Aber die haben uns ja noch nicht gesehen. Klar. Ach. Ach, hier wollte ich doch verarschen. Jetzt hörst du mir mal. Das haben wir alle angelockt. Scheiße. Was denn da hoch? Dann legen wir uns mit denen an. Weiß ich gar nicht, wie man da hochkommt. Da bist du ja, du kleine Schlampe. Hä? Du bist hier die Schlampe. Hast dich verpisst? Was? Wo bist du denn? Wo ist sie denn? Oh, jetzt geht's. Ist jemand.
Mann. Lenkt ihn nicht ab, dass alles explodiert. Leckt mich doch, wie kam er nochmal darüber? Schalter, ne? Laut. Tag. Tag. Egal. Ah, okay. Oh Mann, hoffentlich sind's nicht wieder wilde Ghule. Nein, was schlimmer ist. Feuergefecht, du Penner! Irgendwie klingt inzwischen alles erschrecken. Diese Verteidigungsanlagen sind recht robust, oder? Warum kann man denn hier hoch? Verwandt. Das kann in den Müll, oder? Das hängt hier auch auf, klar. Hat nichts Besseres zu tun. Pass auf, dass du dir nicht den Zeh stößt. So. Boah, ey. Fuck. Wie kommen wir denn hier auf dem Dach? Ah, durch. Wäre es mal meinen Aufzug benutzen. Der geht, glaube ich, nach oben, oder? Nein. Oh. Untere Ebene. Untere Ebene. Nach unten. Hey. Hauptfließband. Nach oben. Ebene. Ah. Ich check das nicht. Wo kam man denn nochmal hoch? Die Scheiße führt mich auch eh nur alles raus. Ich glaube, wir sind auf dem Dach. Wir sind möglicherweise, was da drinnen war, ist wieder zurück. Alles in Ordnung, Madame. Wir werden beschossen. Feind entdeckt. Arschloch. Du bist das Arschloch, hab ich schon gesagt.
Nein, du bist der Arno. Nein, du. Nein, du. Nein, du. Laut meiner Daten sollten Verletzungen durch Fahrzeuge erhoben die größte Gefahr darstellen. Ich schätze, wir sollten uns darauf entledigen. Ah, ja. Sick eigentlich, weil die beschissene Wetter mich. Schnauze. Ah, hier. Juhu, wir haben es. Wir haben es. Yeah. Und Leute, mal. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, aber wir können das auch da machen, bei der Wayward, genau. Aus einfach da. Ich habe jetzt Wissenschaft auf voll. Wir könnten jetzt weiter an der Power-Rüstung umschrauben. Mit einem kleinen, wie heißt es, mit einem kleinen, ne? Tüfteltom ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Ja gut, das sehen wir dann, ne? Wo ist denn das Gestell? Da. Geh davon aus, dass du da oben beobachtet wirst. Immer. So. Mann, ist das eine Kacke hier. Ah. So. Guck mal, ich zuerst. Was du jetzt gemacht hast. Brust. Ach, wir können. Wie sagen wir denn? Modell B. Aber erstmal mal. Jetpack da. Soll mega super sein. Wayward Lockierung. Sieht das nicht anders aus. Ach, ich bin so blöd, ne? Ich bin so blöd. Scheiße. Der Falsche, der Falsche. Ich bin doch so blöd, oder? No. Verkauft da einer was, ne? Nukleares Material, ne? Weiß, wie geht man die Mission ab? Die Sache mit H222 wurde ja offenbar zur allgemeinen Zufriedenheit erledigt. Aber es gibt noch mehr, was getan werden muss. Boston Seit dem Untergang des Switchboards haben wir den Status aller Unterschlüpfe bis auf 2 ermittelt. Ich möchte, dass du nach Orchester schaust. Die Unterschlüpfe sind ebenfalls in Schwierigkeiten?
Ich dachte nur, das Switchboard sei angegriffen worden. Ah, das Institut hat sich nicht damit begnügt, nur unsere Basis zu zerstören. Nein, sie haben parallel dazu alles angegriffen, was uns wichtig ist. Die Unterschlüpfe Herkimer und Allen haben wir definitiv verloren. Viele befürchten, Augusta ebenfalls. Wie schlimm hat das Institut uns erwischt, Doc? Ehrlich gesagt haben wir Glück, dass es die Railroad überhaupt noch gibt. Kann mich nicht erinnern, dass wir je so wenige waren. Aber die Mission geht weiter. Mach ich. Genaueres erfährst du am toten Briefkasten. Sei vorsichtig. Es kann sehr gut sein, dass dich etwas Übles erwartet. Das nächste Messgerechnung. Er ist auch drüben. Mina überträgt eine Menge Informationen. Auf den ersten Blick sieht die Atmosphäre normal aus. Aber ich werde mal tiefer in die Daten eintauchen. Ich hätte da schon den nächsten Standort für eins meiner Babys. Och nö. Falls du Zeit hast. Schon wieder. Das ist so ein Durchlauf. Hallo. Hey, ich habe alles, was ihr Agenten im Einsatz braucht. Sogar ein paar Tüftel-Tom-Specials. Zeig mal, was du da hast. Hier kriegst du alles, mein Freund. Boston Bugler. Das haben wir, glaube ich, auch schon, ne? Achso, ja. Und ich habe mich gefragt, warum, Scheiße, der hat das nicht. Diverses Miele. Mhm. Wir sind alles, was die Sins haben. Ich brauche nukleares Material. Nukleares Material. Die Wichtigkeit von Bunker Hill und unserem dortigen Agenten ist weithin unbekannt. Sorgt dafür, dass es so bleibt. Ja, lässt schon durch. Steht Diamond City unter Kontrolle des Widerstands. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Da. Das macht die Sache echt gefährlich. Bestätigt. Agent Volltreffer ist hier. Ich habe eine Mission für Sie. Aha. Sofern die Effektivität des Verkehrsablaufs nicht erhöht wird, steigt täglich das Risiko, dass die gesamte Organisation kompromittiert wird. Lösung: Ein neues Verteilungszentrum muss entstehen. Ich darf eine neue Basis errichten? Fett. Triglyceride sind für diese Unterhaltung irrelevant. Fahre fort mit Missionsinformationen. Befrieden Sie den Zielort. Befestigen Sie die Position zum Schutz aktueller und künftiger Railroad-Posten. Das neue Verteilungszentrum trägt den Codenamen Unterschlupf Mercer. Viel Glück! Drei Aufgaben, yeah! Wir haben drei Aufgaben bekommen. Zwei abgegeben, drei bekommen. Ich bin sehr beschäftigt. Dann war er weg. Das ist ja so dumm, ne? Alles ruhig. Vorerst. Falls ich einmal Reparaturen nötig haben sollte, scheinst du die nötigen Fähigkeiten zu haben. Vielleicht sollten wir eine Ärztekonferenz veranstalten. Da könnten wir Theorien austauschen. Meiner Theorie nach bist du ein bisschen verrückt. Boah, was? Der Arsch. Dr. Arsch. Dr. Arsch, kommen Sie bitte zur Praxis. Dr. Arsch. Hintenrum waren wir noch gar nicht, ne? Nee. Doch nicht da. Vor Glory hast du bestimmt noch nie einen Sinn getroffen.
Der Fluchttunnel. Cherry, cherry lady. Alter, schweren Fusionskern weg. Oh, und da hinten ist noch einer. Diesmal noch verblutet voll. Muss das Terminal finden. Hey, was? Du kommst gerade durch. Muss das Terminal finden. Da war da auch ein Terminal. Muss das Terminal finden. Ah ja. Ja, da werde ich es offline nochmal gucken mit dem Jetpack und werden es nächste Mission beim nächsten Mal begeben. Wir sind draußen. Haut rein und ciao. So, hallo Leute. Ja, für den Rest wollte ich noch ein bisschen erkunden. Wobei ich hier alles abgemalt habe. Das ist ein bisschen irritierend. Das lasse ich mal lieber. Weil die sind alle nämlich... Also zum Beispiel, ne, das ist nicht... Da waren wir schon mal bei den Quests. Aber, das könnte man auch machen, aber... Manches muss man echt noch ein paar Orte erkunden erstmal, bevor man da hingeht. Deswegen mache ich das auch. Wir sind jetzt hier in Kinderkrippe Greentop. Die waren mal selten, ne? Wie steht's denn hier eigentlich? Schutz 0. Na, gucken wir mal. Was machen können. Ich glaube, ne. Ich habe meine ganzen Teile ausradiert. Da gibt's nichts mehr. Oh, warte mal, wir könnten mal hier ein bisschen. Haben wir gar nicht, ne? Gemacht. Auto. Eigentlich dumm. Das eine Auto, geht das da? Schade, es geht nicht. Boah, das ist kacke. Wir waren noch nicht mal hier looten. Waren wir hier optieren mal? Das geht auch nicht weg. Ist ja öde. So. Oh, den finde ich irgendwie ein bisschen besonders. Weiß auch nicht. Gummi. Danach looten wir. So. Was liegt denn nur da rum? Das sieht ja kacke aus. Das Auto kann man auch nicht mitnehmen. Fahren. Warum sind die denn außerhalb? Ist doch scheiße. Die lassen wir höher stehen. Hier so was.
liegt einfach im Weg rum. Stahlhammer, Schaltkreise, Öl. Oh Mann. Hier ist auch keiner, oder? Ich sehe nämlich hier auch keinen. Leute 2. Komm. Nee, gibt's das denn nochmal? Ziel. Okay. Nee. Ja, hat keinen Zweck. Ich meine, hier weitermachen, nee, will ich nicht. Ist das etwas wert? Ja, ja. Die Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Welche Oberfläche? Bist du aus dem Untergrund oder was? Manche frage ich mich auch. Ich spiele zwar Schach, aber ich hab's das wecken. Cool. Guck mal. Was ist das? Kann man direkt rauskommen. Das ist doch scheiße. Da steht da ein fetter Mülleimer. Kann auch raus. Aber hier, was soll das denn? Macht man das so an? Okay, ja, dann lasse ich es halt. Geht nicht. Hm, aufgeheiztes Wasser. War hier irgendwas undicht, dass das überall Eimer sind? So, die brauchten die dafür. Geht nicht. Hier was undicht wäre, wa? Sieht so aus. Zurück die Katze nicht an wie bei The Witcher. Das ist cool. Aber in der Bude weiß ich auch nicht. Alter, wie viel. Ein bisschen aufräumen ist mal schon. Vielleicht ein paar Betten hier rein. Wenn es ginge. Schade, wir haben einfach gar nichts. Ah, warte, das bringt Stoff. Ah. Jetzt. Wow. Hey, warte, wir haben hier noch ein paar Dünger, bitte. Hier liegt noch so ein Betonaas. Lass ich das liegen. Waren die beiden? Ja, okay.
Ja, dann wollte ich jetzt einfach eigentlich mal hier. Mal hier gehen. Ein bisschen runter. Irgendwo in dieser Richtung. Ja, da wo der Bunker ist. Genau da. Wie gesagt, ich habe hier so ein Nirgendwo-Buch und da sehe ich halt, wo ich noch was machen, wo wir noch nicht waren und halt, wo wir waren. Das streiche ich mir immer durch, weil das besser war. Das kommt man einfach nicht durch mit den ganzen. War ich hier schon mal? War ich da nicht? Ach, ich habe schon die Waffe. So, das gleiche müsste kommen. Und Gegner sind auch schon sichtbar. Was war das? Bravo? Ist die neue Bravo? Alter, Wichser. Ich komme hier schon durch. Was ist mit der da, ne?